Hallo zusammen, ich habe vor kurzem von meiner Freundin zwei Pizzasteine bekommen. Super Sache, alles wunderbar. Ich habe leider ein kleines Problem damit, richtig Temperatur in meinen Weberofen reinzubringen. Ich habe den 57 cm Kugelgrill und ich habe mir jetzt ein bisschen was überlegt, wie ich da mehr Hitze einfach reinbringe, weil ihr wisst ja, gute italienische Pizza wird immer schön mit der Temperatur im Holzofen gebacken und ich habe mir jetzt einfach drei dieser Klemmen besorgt, dieser Schraubzwingen, werde die einfach mit einbringen und werde einfach dem natürlichen Gesetz folgen: mehr Sauerstoff, mehr Feuer, mehr Temperatur. Kleine Anmerkung noch: ich schüre meinen Webergrill, wenn ich die Pizza mache, mit ein paar Holzkohlebriketts und danach einfach mit lang abgetrocknetem Buchenholz, um einfach ein bisschen mehr Geschmack und vor allen Dingen eine Flamme zu erzeugen, die dann einfach die Temperatur erzeugt. Und ich dann einfach wunderbare Temperatur zum Pizza machen mit reinbringen, die Kugel. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt hier drei Klemmen einfach an der Grillunterschale befestigt. Stehen im Abstand von 120 Grad. Ganz klar, 3x120 sind wir bei 360. Passt wunderbar. Lieber 3 als 4, dann wackelt es nämlich nicht. Und ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Mit dem Abstand, den kann man schön einjustieren. Ich habe jetzt einfach mal, bin jetzt mal auf die oberste Stufe gegangen und will jetzt einfach mal probieren, wie die Geschichte funktioniert. So sieht es jetzt praktisch aus, wenn der Deckel aufgesetzt ist. Und wie ihr schön erkennen könnt, habt ihr da 5 cm Platz, wo die Luft und der Sauerstoff schön zirkulieren können. Aber trotzdem bleibt die Hitze durch den Deckel erhalten. Wir wollen ja unsere Pizza auch von oben schön braun bringen. So, hier sind wir jetzt wieder. Der Grill ist jetzt 5 Minuten an ungefähr und ihr könnt jetzt schon sehen, super heiß, jetzt schon 250 Grad. Funktioniert also wunderbar. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit Buchenholz weiterschüren. Traditioneller Holzofen. Holzofenpizza wird ja auch bei offenem Feuer oder offenes Feuer in der Nähe hergestellt. Und so werde ich jetzt mal weitermachen. Temperatur, ja, bei 300 wunderbar, wird super heiß, muss ein bisschen aufs Thermometer aufpassen, aber das ist genau das, was wir haben wollen, ist genau das Richtige. Und da kommt jetzt dann die Pizza drauf, die wird super gut werden. Vielleicht machen wir ein bisschen weniger Holz rein, wenn dann die Pizza soweit ist, und dann lassen wir es uns schmecken. Danke fürs Zuschauen.